Hallo, liebe Deutschlerner. Dies ist eine sehr wichtige Ansage, eine sehr wichtige, das sind sehr wichtige Informationen, falls du in Berlin lebst. Okay? Wenn du in Berlin lebst, ist dies eine sehr wichtige Nachricht für dich. Okay? Ich werde in ungefähr 2 Monaten oder in 1,5 Monaten Berlin verlassen. Und ich möchte etwas tun, was ich im Nachhinein betrachtet schon von Anfang an hätte machen sollen. Ich möchte etwas tun, was ich schon von Anfang an hätte machen sollen, und zwar dich einzuladen, mich zu treffen. Ja? Wenn du in Berlin lebst, dann möchte ich dich sehr gerne treffen. Ja? Insofern ist dies eine offene Einladung an alle, die mich sehen möchten, solange ich noch in Berlin bin. Es gibt jetzt nur für kurze Zeit die Chance, mich persönlich zu treffen. Und ja, wir können uns zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld treffen und quatschen oder auf einen Kaffee oder was auch immer. Und wenn genug Leute Interesse haben, dann würde ich sehr gerne ein Treffen organisieren mit mehreren Leuten. Ja, dass wir uns alle auf dem Tempelhofer Feld treffen und dort ein kleines Picknick machen oder so. Ja, ich denke, das wäre sehr toll. Und ich werde auch andere Deutschlehrer einladen, andere YouTuber, ob die auch Interesse haben. Ich weiß, manche von denen leben, glaube ich, auch in Berlin. Und das Wetter ist in letzter Zeit sehr schön. Insofern, wenn du in Berlin lebst, ja, wenn du in Berlin lebst, dann lade ich dich ein, mich zu treffen. Und schreib mir einfach eine Nachricht und dann werde ich etwas organisieren. Und ja, ich freue mich darauf, dich zu sehen. Also immer, wenn ich mit euch direkt sprechen kann, dann bekomme ich sehr viel Energie das erfüllt mich sehr, ja, und das hilft ja euch auch sehr, ja. Es ist toll, diese emotionale Verbindung zu haben, ja, denn ich arbeite im Internet und ihr seht mich durch diese Videos und ihr seht mich durch die Kommentare, die ich schreibe oder ihr schreibt Kommentare und ich antworte auf die Kommentare. Aber ist es nochmal eine andere Sache, wenn man sich persönlich trifft oder wenn man persönlich miteinander redet. Und deshalb möchte ich dich jetzt offiziell einladen, mir doch zu schreiben und mir zu sagen, dass du in Berlin bist, und dann können wir uns treffen. Okay? Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch auf das Treffen. Ich hoffe, es wird zustande kommen und dann treffen wir uns alle auf dem Tempelhofer Feld oder so. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!